Moin, moin, Schizos. Ja, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann ist Silvester. Ich denke, bei den einen oder anderen steigt die Vorfreude. Und ich möchte euch die Wartezeit noch ein bisschen versüßen, vielleicht aber auch verderben. Also das kann ich jetzt gar nicht so genau definieren. Das Zweitere ist aber wahrscheinlich eher der Fall. Und zwar mit Speed Talk. Das ist etwas, was ich vor vielen Jahren mal gedreht habe. Und das habe ich auf meinem PC wiedergefunden und ich habe mir gedacht, komm, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ich habe schon die letzten zwei Tage ein Video rausgehauen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann kannst du es dir ja rückwirkend auch mal anschauen. Ansonsten viel Spaß jetzt heute hier mit Speed Talk. Ja, und damit wieder Hallihallo und Hallöle. Herzlich willkommen zu Speed Talk und ich bin Sonja Ziegbauer. Ja, unser heutiges Thema ist Wahrsagerei, alles nur Schwindel? Dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen und hier sind sie. Heute wieder bei uns unser, ja, allzeits bekannter, allseits, Walter Anders. Außerdem bei uns heute Beate Schneidix und, tja, sollte es anders sein, Andrea Roberta. Vielleicht hören wir heute mal was von ihr. Wohl kaum. Thema, wie gesagt, Wahrsagerei, alles nur Schwindel. Ja, fangen wir an mit Walter. Also Walter, Sie wurden mal ordentlich abgezockt. Ja, erzählen Sie mal ganz kurz, was ist Ihnen da genau passiert? Ja, richtig, Sonja. Abgezockt auf Übelste, möchte ich mal sagen, ja. Ich bin auf so ein Rummel gewesen. Kann man sich ja denken, das war zu meiner damaligen Zeit, als ich noch obdachlos war. Heutzutage würde ich mich in so einem Viertel, ja, nicht mehr blicken lassen. Ich war auf dem Rummel, auf dem Jahrmarkt, wie man heutzutage sagt, ja. Und habe dort, ja, eine Wahrsagerin besucht. Die hatte dort ihren kleinen Anhänger, ihren kleinen Waggon, ja. Und ich muss sagen, ich fand die Dame recht attraktiv jetzt, im Gegensatz jetzt hierzu. Aber das war jetzt nicht der Grund. Ich war ja eben an einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo es mir nicht so gut ging. Ich bin rein zu dieser Wahrsagerin. Ich habe gesagt, ab wann werde ich wieder zu Reichtum kommen? Ab wann kann ich mir wieder essen und eine Unterkunft leisten? Ja? Und dann schaut sie da in ihre Kugel rein, macht Hokus Pokus, hat nur ein paar Karten gelegt. Das hätte ich nie gemacht. So, und hat am Ende einfach nur gesagt, ja, sie werden wieder zu Reichtum kommen und sie werden auch wieder finanziell sich etwas mehr leisten können. Wann und wo, das kann ich jetzt hier nicht genau herauslesen. Ich mache Ihnen immer ehrlich was sage, ne? Ja. Das macht dann bitte 250 Mark. Damals noch mal. Oh. 250 Mark, Sonja. Hallo. 250 Mark. Schlimme Erfahrung. Das wären in Euro heute 500 Euro. Wenn nicht sogar mehr. Gut, dann Dankeschön für die Auskunft. Geben wir das Ganze vielleicht mal direkt weiter an Beate. Beate ist nämlich Wahrsagerin. Ja, Beate, da interessiert uns natürlich ganz besonders, wie haben Sie diese Fähigkeit gemerkt und wann haben Sie das gemerkt, dass Sie Wahrsagerin sind oder sein können? Ja, ja, also meine Mama war auch schon Wahrsagerin und die Fähigkeit liegt in Familie. Das wird immer weiter vererbt. Ich habe hier auch von Mama ein Talisman, der hat mythische Kräfte. Schreck. Der verleiht mir die Möglichkeit zu sehen in Zukunft und auch in Vergangenheit. Flatter. Verstehst du, Sonja? Und die Möglichkeit, auch dass ich also gemerkt habe, oh, ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ja, das war an einem Tag, ich war noch recht jung. Ich war ja, 19 oder 20. Schöne Frau, schöne Mädchen war ich noch. Und dann kam mein Vater nach Hause. Und mein Vater, ich habe vorher schon gemerkt, Papa, du kommst wahrscheinlich nicht heil nach Hause. Du wirst haben irgendetwas.
Und so war er auch dann. Papa kam nach Hause und ihm ging schlecht. Er musste spucken, sich übergeben. Irgendwas war nicht in Ordnung. So, und Papa oder auch meine Mama, wir lebten alle glücklich in Tschernobyl. Und das war dann eine Zeit, Papa, was war los? Aber ich habe das vorher gesehen. Ja. Ich hatte so Televersion in meinem Kopf, also Sender habe ich gehabt und habe gesehen, dass das Sende alles durch meinen Kopf. Geh mir weg! Und Papa war gestrahlt und ich habe gewusst. Geh mir weg jetzt! Ich habe von Mama, von Mamuschka, ich habe geerbte Gene. Ja. Ich bin besonders. Ich glaube an diesen ganzen Hokuspokus einfach nicht. Ne? Ja, also da haben wir mal beide Seiten gehört. Einmal von Beate, auch von Walter. Tja, kommen wir doch nun zu Andrea. Das habe ich gewusst, dass ich ein Bingel fahren mag. Oh, da ist die Sendezeit auch rumgelaufen. Versteckst du dich drinnen, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Ausgabe von Sweet Talk. Jo, und bis dahin, haltet die Ohren steif. Eure Sonja. Ciao. Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der möchte gern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizu-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!